Hallo zusammen, hier ist wieder Euchela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich heute euch wieder so ein kleines Opening präsentieren. Heute wollen wir uns wieder mal ein paar Kisten aus 5 Masken Vision Runs anschauen. Ich habe natürlich nebenbei wieder ein paar Leute durchgezogen, heißt, sowohl mein Geldbeutel ist wieder ein bisschen, ja, aufgebessert, als auch hoffentlich mein Gear. Und zwar ist das jetzt hier der erste, also es müssten 4,70er, ich sag's immer falsch, 4,70er Item drin sein. Und ich hoffe, dass diesmal ein gutes Corruption-Item drin ist. Irgendwas mit, ja, Echoing Void oder Infinite Stars oder Zwielichtsverwüstung oder Tentakel, aber das ist für PvP, glaube ich, gar nicht schlecht. Ich habe einen 3er Proc von Tentakeln. 21k Schaden pro Sekunden. Ja, gut, aber das Problem ist, im PvP hauen die halt ziemlich schnell die Tentakeln kaputt, ne? Ich bin am Überlegen, das könnte für PvP nicht so schlecht sein. Ja, ist jetzt nicht super duper toll. Also, ich hätte lieber, ne, hier Zwielichtsverwüstung mal einen 3er Proc anstatt 2 Einser, was ich im Moment trage, gekriegt. Aber ich will nicht motzen, für PvP kann es tatsächlich nicht schlecht sein. Es ist ein 3er Proc von den Tentakeln und 3er Procs von irgendwas nehme ich immer gern mit, weil man sie vielleicht in verschiedenen Situationen mal ganz gut einsetzen kann. Okay, ja, dann schauen wir gleich mal rein, was die in den nächsten Run drin ist. So, da, nächsten Run haben wir durch. Ich habe jetzt meinen eigenen Char hier durchgezogen, wie ihr gerade seht. Also hier ist mein Twink-Char. Der war vollkommen AFK und es hat halt tatsächlich geklappt, dass ich ihn ziehen konnte. Also heißt, ich kann jetzt auch Leute ziehen, ohne dass die irgendwas machen. Recht nice. Und die kriegen sogar auch den Loot, das habe ich gerade auch getestet. Da wird demnächst ein Video kommen von dem Run, falls euch das interessiert. Viel wichtiger jetzt für diese Aufnahme ist, was hier an Loot drin ist. Es müsste 465 drin sein und hoffentlich ein geiles Azerid-Item oder geiles Corruption-Item. Und, ach, was ist denn das für ein Kack, wieder Sekundärwerte. Kann ich so nehmen, wie es ist, ne? Und der Chat schreibt gerade nicht vollkommen AFK, ich habe mit dem Mob den Endboss einmal gehittet. Das musst du machen, sonst kriegst du den Endboss-Loot nicht. Also mit meinem Twink habe ich einmal den Endboss gehittet, sonst hat er nichts gemacht, außer AFK zu sein. Gut, dann schauen wir gleich den nächsten an, würde ich sagen. So Leute, zu später Stunde habe ich dann doch noch jemanden gefunden, den ich hier durchboosten konnte. Habe noch ein bisschen Gold verdient. Und ja, das war jetzt dann aber definitiv für die Wochen-ID der letzte Run. Ich hoffe, ich kriege nochmal ein gutes Item raus. Dann diesmal nur 3 Stück. Ich schau mal, dass ich dann nächste Woche wieder ein bisschen aktiver bin und wieder 4 mache. Wobei das Item-Level geht natürlich dann immer weiter runter. Oh, Handgelenk. Ich mache jetzt erstmal die anderen Kisten auf. Und dann schauen wir mal, was da drauf ist. Handgelenke. Was müssten die denn sein jetzt? 450, oder? Ne, 460 müsste es sein. Was ist denn das hier für ein Kack? Zauber und Fähigkeit, meine Chance, Augenblick der Klarheit zu müssen. Ach, die Abklingzeit. Ich glaube, das ist. Ich glaube, einen größeren Mist kannst du auf dem Item nicht drauf haben, ne? Es gibt bestimmt irgendeine Klasse, irgendeinen Spec, wo das total krass ist. Aber ich glaube, der Druid Tank ist leider keine davon. Ich schmeiß das mal zu den anderen Items auf die Bank. Ich werde vielleicht irgendwann mal Heiler oder DD noch spielen und vielleicht habe ich dann genau die perfekten Sachen. Vielleicht ist dann sowas richtig krass, aber. Nee, für mich als Tank leider nicht. Okay, damit schließe ich die Wochenepisode 3 Loot Runs. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr vielleicht was Geileres gekriegt habt als ich. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann nach dem nächsten WoW-Wochen-Cycle wieder und gucken, was ich dann so die Woche rausbekomme. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.